Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Witcher 3 Blood and Wine mit Paxis. Dieser Kristall gehört hierher. Alle Kristalle sind da. Mal sehen, was du verbirgst. Jetzt muss ich nur einen Eintrag wählen. Na, dann gehen wir mal der Reihe nach. Juli 1102. Heute beginne ich mit der größten Aufgabe meines Lebens, die größer und wichtiger als alles ist, was ich bisher getan habe, da sie mich persönlich betrifft. Mich und meinen Sohn. Als ich vor 15 Jahren im Wald von einer Bestie angegriffen wurde, kam mir ein Hexer zu Hilfe und rettete mir das Leben. Ich wusste damals nicht, dass ich diese Rettung mit dem Verlust des Mitspracherechts für die Zukunft meines eigenen Sohnes bezahlen würde. Wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, hätte ich es getan und wäre lieber gestorben, als den Hexern meinen einzigen Sohn zu überlassen. Aber so schwor ich an dem Tag, als Jerome mitgenommen wurde, bei meiner Ehre, meinen Sohn zurückzuholen. Heute, nach vielen Jahren der Forschung und Vorbereitung, habe ich immerhin ein Gerät entwickelt, mit dem ich Mutationen studieren kann. Wenn mir die Götter gewogen sind, finde ich einen Weg, besagte Mutationen rückgängig zu machen und Jerome ein normales Leben zu ermöglichen. So. Der Professor wollte Hexermutationen nicht verstärken. Er wollte sie rückgängig machen. Ob ihm das gelungen ist? Mal sehen, ob mir das weiterhilft. Beobachtung 22. Obwohl toxische Substanzen im Überfluss verabreicht wurden, weitaus mehr als gewöhnlich, zeigte die Testperson keinerlei Anzeichen von Überdosierung. Ich gehe davon aus, dass dies eine Folge der Mutationen ist. Dies ist ein kleiner Erfolg. Durch diese Mutation sollte Jerome Vergiftungen besser vertragen. Der war ja kurz. Beobachtung 30. Die Mutationen setzen nicht sofort ein. Erstaunlicherweise entwickeln sie sich auch nicht über einen gewissen Zeitraum hinweg. Um eine Mutation abzuschließen, muss das entsprechende Mutagen vielmehr fortlaufend verabreicht werden. Die Testperson verträgt das nicht besonders gut. Aber ich habe einen Weg gefunden, wodurch die Mutationen weniger problematisch und invasiv verlaufen. Ich füge der Mutagenbasis das Albumin aus dem Ei eines mutierten Riesentausendfüßlers hinzu. In einem Glasterrarium gehalten, entwickeln sich die Eier nicht. Sie bleiben klein. Die Eier selbst sehen wunderbar aus. In mutierter Form leuchten sie wunderschön. Hoffentlich verursacht das hinzugefügte Albumin keine größeren Nebenwirkungen. Aber das werden wir erst noch herausfinden. Wovon hat er sich eigentlich die ganze Zeit ernährt, wenn er nur hier drin war? Beobachtung 58. Manchmal führt Misserfolg doch zum Erfolg. Ich habe eine Methode entdeckt, bei der eine Art von Mutagen durch die Zugabe bestimmter Zutaten in eine andere transmutiert werden kann. Es ist ein großer Tag für die Wissenschaft. Außerdem habe ich beobachtet, dass die heutige Mutagendosis die Testperson an die Schwelle des Todes gebracht hat. Plötzlich wachte er auf, war wiederbelebt, hatte frische Kräfte. In gewisser Hinsicht ist er von der Schwelle des Todes zurückgekehrt. Ob dies auf seine Mutationen zurückzuführen ist oder reiner Zufall war, lässt sich nicht feststellen. Ich muss weitere Experimente durchführen. Letzter Eintrag. Oh, es hat schon gereicht für Erfahrungspunkte.
Jahre der Experimente. Forschung. Opfer. Alles umsonst. Ich habe das Ziel, das ich mir gesteckt habe, nicht erreicht. Jede Mutation, die ich meinen Testpersonen verabreicht habe, erwies sich bei Jerome als wirkungslos. Was ihn von seinem Hexersein heilen sollte, ihm ein normales Leben ermöglichen sollte, verstärkte seine Mutationen weiter, machte ihn noch schneller und stärker und ließ ihn noch unmenschlicher werden. Es sieht aus, als müsste mein Sohn für immer Hexer bleiben. Ich bin gescheitert. Ich werde diesen Ort verlassen und nach Hause zurückkehren. Zu Lydia. Vielleicht nimmt sie mich doch noch zurück. Die Formeln und Mutagene lasse ich hier. Sollen sie doch verwittern und verfallen. So wie meine Träume, meinen Sohn zurückzuerhalten. Der Professor wollte also die Effekte der Mutationen rückgängig machen. Er hat sie aber nur verstärkt. Was für ein Glück für mich. Ich könnte von seinem Versagen profitieren. So, Kristallaufnahmen. Der Professor hat versucht, die Wirkungen der Hexermutationen zu neutralisieren, aber er hat sie dadurch nur verstärkt. Er hat das Eiweiß der Eier von Riesentausendfüßlern als Mutagenbasis verwendet. Ich sollte nach ihnen suchen. Hab ich schon. Platziere das mutierte Riesentausendfüßler als in blablabla Apparat und starte ihn. Oh Gott, muss ich da jetzt rein? Sieht doch aus wie so ein altes Folterinstrument. Da gab es auch im Mittelalter solche ähnlichen Kästen, wo dann halt innen Stacheln waren. Sinnlos, in voller Montur zu gehen. Ich muss meine Rüstung und meine Waffen zurücklassen. Sinnlos, in voller Montur zu gehen. Ich muss meine Rüstung und meine Waffen zurücklassen. Oder halt einfach unsichtbar im Körper tragen. Wo hast du es denn jetzt hingetan, Geralt? Versteckt oder was? So, die Armbrust wahrscheinlich auch noch. Geil, mal kurz ausgezogen. Was geht, Jungs? Was geht? Habe ich nicht gerade was gehört? Ein Stöhnen oder so? Okay. Ob die Mutagene an mir so funktionieren wie bei seinem Sohn? Nun, ich werde es herausfinden. Geil, wie sich Geralt gar keine Gedanken darüber macht, dass er unmenschlicher werden könnte. Das hat er ja auch gesagt, gehabt, der Professor, dass der immer unmenschlicher wurde. Wieder geboren. Mutation. Du hast das Mutationssystem freigeschaltet. Mutation bedeutet neue Möglichkeiten, von denen normale Leute nur träumen können. Weitere Informationen findest du im Charakterfenster. Vielleicht wird Geralt jetzt auch älter als 200 Jahre. Ich muss das mal wieder ausrüsten. Sieben bis neun, acht bis zehn. Ja, haben wir alles wieder angelegt? Ich glaube. So, Charakterfenster.
Mutation. Drücke C, um das Mutationsfenster zu öffnen. Erforschung von Mutationen. Um Mutationen verwenden zu können, musst du sie zuerst erforschen. Wähle dazu eine der verfügbaren Mutationen aus. Erfolgreich zu erforschen, musst du die erforderliche Anzahl von Fertigkeitspunkten und Mutagen dafür verwenden. Wähle eine der fortgeschrittenen Mutationen. Um fortgeschrittene Mutationen zu entwickeln, benötigst du zunächst Basismutationen. Informationen dazu findest du in der Beschreibung der jeweiligen Mutation. Gestärkte Synapsen. Erforsche Mutationen, um deine Fertigkeiten zu verbessern. Jede Stufe schaltet einen zusätzlichen Fertigkeitsplatz frei. Anzahl der zum Freischalten erforderlichen Mutationen 2. Magische Sensibilität. Zeichen können kritische Treffer verursachen. Chancen und Schaden steigen wieder. Ich will aber keine Zeichen benutzen. Tödlicher Konter. Schwertangriffe bewirken 25% mehr Schaden an menschlichen Gegnern, die immun gegen Konter sind und an Monstern. In allen anderen Fällen, bei denen die Vitalität des Angreifers geringer ist als 25%, lösen Konter automatisch einen finalen Hieb aus. Benötigt 3 von 2 Fertigkeitspunkten und 2 große rote Mutagene. Toxisches Blut. Wenn du im Nahkampf Schaden erleidest, wirken davon 1,5% pro Punkt deiner Toxizitätsstufe auf den Gegner. Derzeit 1,5 bis maximal. Gestattete Verwendung von Alchemie. Großes grünes Mutagen und 2 von... Also das wäre mir ja lieber, aber ich brauche halt noch ein großes Mutagen. Was wir uns relativ einfach holen, indem wir so ein großes wegnehmen. Es ist zwar schade, aber... 5%, 7%. Die kann man, wie gesagt, auch irgendwie kombinieren und größer machen. Ich weiß aber nicht mehr, wo das ging. Wo war denn das? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, man kann das kombinieren und größer machen. Naja, ist egal. So, jetzt haben wir 2. Kann nur eine Mutation auf einmal aktiv sein. Die Mutation gestärkte Synapsen wird beim Erforschen anderer Mutationen automatisch verbessert, dabei werden plötzlich Fertigkeitspunkte freigesetzt. Blutbad. Jeder tödliche Hieb mit einem Schwert zerstückelt den Gegner oder aktiviert finale Hiebe. Jeder tödliche Hieb mit einem Schwert. Jeder Hieb mit einer Waffe im Nahkampf erhöht die Angriffskraft um 5%, bis der Kampf beendet ist. Der Bonus geht verloren, wenn du Schaden erleidest, außer durch Toxizität. Aha. Wenigstens bringen unsere Fertigkeitspunkte jetzt wieder was, aber wir brauchen noch 2 weitere Fertigkeitspunkte und 3 große Mutagene. Gestärkte Synapsen. Die Mutation gestärkte Synapsen wird beim Erforschen anderer Mutationen automatisch verbessert. Wir müssen also noch was erforschen, damit wir dann halt wieder so solche Dinger freigeschalten bekommen. Okay, cool. Hat sich gelohnt, würde ich sagen. Und ich würde mich nicht wundern, wenn, wie gesagt, Geralt jetzt älter als 200 Jahre werden könnte, weil er ist jetzt... Ein Kraftspeicher für Portale. Scheint aufgebraucht zu sein. Vielleicht kann ich ihn mit einem Zeichen wieder auffüllen. Was war denn das gleich für ein Zeichen? Ich weiß gar nicht mehr. Art, genau. Ja, wie gesagt, er ist ja jetzt weiter mutiert. Ich könnte mir vorstellen, dass er jetzt älter als 200 Jahre werden kann. Deutlich älter. Sehr schön. Hat sich doch gelohnt, hier mal Stopp zu machen. Was ist denn da? Sieht aus wie ein Affe. Ach nee, ist ein Reh. Sieht aus wie ein Affe. Jetzt kümmern wir uns einfach um die Fragezeichen. Dadurch werden wir nämlich dann auch automatisch uns um das Quest von der Weinfede kümmern. Ach, Geralt, warum gehst du denn hier nicht einfach hoch? Aber das ist ganz normaler Strand. Wer hatte das programmiert? So. Das können wir weglassen, weil wir irgendwann eh mal da sind. Und dann machen wir das. Da müssten wir jetzt erst wieder rüber. Habe ich keinen Bock drauf. Wir gehen mal da ins Getümmel. Das sind ja direkt 4... Fragezeichen auf dem Haufen. Würde mich nicht wundern, wenn da wieder Banditenlager oder sowas sind. Also irgendwie zusammenhängende. Ach, nicht da unten. Ich bin extra hier hochgegangen. Ah, hier kann man auch lang reiten. Okay. Ja, also werden, denke ich, irgendwelche zusammenhängenden Fragezeichen sein. Vielleicht nicht alle, aber das eine oder andere wird bestimmt miteinander zusammenhängen. Und wie gesagt, am logischsten wären da wieder Banditen. Schauen wir mal, das ist echt totale Wildnis, ey. Obwohl es hier Wege gibt.
Wir müssen aber eigentlich oft Leute lang laufen, dann würden die Wege so schnell zuwachsen, man würde sie nicht mehr sehen. Bei dieser dichten Vegetation. Boah, jetzt sind wir natürlich so nah an dem Fragezeichen dran. Das ist ja fast schon... Das ist ein verlassener Ort auf jeden Fall. Oh. Ach, scheiß drauf. Ich gehe da irgendwann langsam hin. Schauen wir mal. Wie gesagt, ich tippe auf Banditenlager. Da ist es auch, das Banditenlager. Das war ja ziemlich klar. Leider kann man die Typen hier nicht kontern, von daher egal. Ja, schöner Konter. Okay. Geschafft. Erste Banditenlager. Mal gucken, ob alles Banditenlager sind. Ich denke, alles wird nicht so. Also ich denke nicht, dass alles Banditenlager sind. Aber das meiste. Ziemlich großes Banditenlager. Professor Noel Ivers Tagebuch. Ah, die schreiben jetzt alle Tagebuch, stimmt. Boah, wie viel jetzt drin ist immer in den Sachen, das ist krass. Chaotisch geführtes Tagebuch voller Flecken, Kleckser und unverständlichem Gekritzel. Die Einträge sind ohne Datum. Jeden Tag bereue ich, was ich damals gesagt habe. Wie konnte ich nur so dumm sein? Warum habe ich nicht eigenwilligt, ihr Assistent zu werden? Pfui Teufel, niederträchtiger Ehrgeiz. Oh, Isabel, vergib mir. Genug der Untätigkeit, ich breche nach Beauclair auf. Wenn du noch lebst, Isabel, falle ich vor dir auf die Knie und flehe dich um Verzeihung an. Und wenn es dich nicht mehr gibt, genug von diesem jämmerlichen Selbstmitleid an die Arbeit. Ich habe die talentiertesten und fleißigsten Studenten ausgewählt und den klugen Philipp Borut habe ich zu meinem persönlichen Assistenten ernannt. Das Büro der Akademie hat den Plan unserer Expedition angenommen. Jetzt müssen wir nur noch unsere Ausrüstung abholen und dann geht's los. Unfassbar. Philipp besaß die Dreistigkeit, mich darauf hinzuweisen, dass das Verzehren von Eiersalatbrötchen beim Reisen in geschlossenen Kutschen von schlechten Manieren zeugt. Was für eine Arroganz. Und ich habe ihn vor allen Assistenten gelobt. Einen schlechteren Start für unsere achtwöchige Reise hätte es nicht geben können. Einige Seiten hängen durch eine klebrige Substanz zusammen. Mayonnaise? Wir sind angekommen. Ich habe Angst, die Ruinen zu betreten. Ich habe Angst vor dem, was ich dort finde. Ich glaube, mir fehlt die Stärke, der Wahrheit ins Auge zu blicken. Dieser unverschämte Emporkömmling Philipp Borut macht mich doch ganz verrückt. Wie kann er es wagen, mich vor den anderen Mitgliedern der Expedition zu beleidigen? Er weiß nicht, wer meine geliebte Isabel war, was sie mir bedeutet. Ich will nicht, ich ertrage die Wahrheit nicht. Ich bin los, alleine, denn niemand soll sehen, wie ich, wenn ich... Ich werde damit beginnen, die Ruinen des Tempels am Fluss zu durchsuchen. Aha. Versilberte Weinflasche war das gerade. Notizen des persönlichen Assistenten Philipp Borut. Baguette mit Fischpaté. Erster Tag des Monats Birke. Heute ist der erste Tag und ich bereue bereits an der Expedition teilzunehmen. Die Reise wird 8 Wochen lang dauern. Davon abgesehen glaube ich nicht, dass irgendjemand von Isabel Duchamps verschollener Expedition noch am Leben ist. Das Ganze ist Jahre her. Professor Ivo hat einen großen Vorrat an Eiersalatbrötchen für die Reise mitgenommen. Einige Seiten hängen durch eine klebrige Substanz zusammen, wahrscheinlich Mayonnaise. 14. Tag des Monats Blatt. Wir sind angekommen. Professor Ivo hat angeordnet, das Lager in der Nähe der Ruinen aufzuschlagen, dem Ort, an dem die verschollene Gruppe von Professor Duchamp ihre Ausgrabungen machen wollten. Dann haben wir 2 Flaschen Wein getrunken und sind eingeschlafen. 16. Tag des Monats Blatt. Die Thermes Palastruin. Schon der bloße Gedanke daran lässt mich erschauern. Trotzdem glaube ich, dass wir unsere Suche in den Ruinen beginnen sollten. Der Professor jedoch drückt sich lieber und verbringt stattdessen die Zeit mit einer Flasche in der Hand. Mein Vorschlag, tiefer in den Wald vorzudringen und nach Spuren der Expedition zu suchen, wurde mit einem Kommentar über meine Ungeduld abgetan und mit der Anschuldigung, ich wolle die Führung der Expedition übernehmen. 18. Tag des Monats Blatt. Der Professor ist verschwunden. Er war gestern früh aufgebrochen und am Abend nicht wieder zum Lager zurückgekehrt. Wir sollten bald nach ihm suchen. Hat sich dieser Trunkenbold endlich in die Ruinen hineingewagt? So.
Nahrung für einen guten Geralt. Nehmen wir mal noch die Zwiebeln mit. Gegrilltes Schweinefleisch, danke. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob das jetzt auch noch weitere Banditenlager sind, aber wie gesagt, würde mich nicht wundern, wenn das... Also es wird schon noch ein oder andere Banditenlager sein, aber ich denke nicht, dass alles davon Banditenlager sind. Aber liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben. Dann wird man euch loben. Euer Paxis, bis zum nächsten Mal. Tschüss.